Ein Projekt, welches ihr immer wieder anfragt, ist ja unser schöner Hafen. Ich habe mir gedacht, ich schnappe mir heute mal die Kamera etwas früher und zeige euch, wie weit wir da schon gekommen sind. Und dann, wenn es vielleicht ein bisschen weiter ist mit dem Baufortschritt, dann zücken wir nochmal unseren kleinen Camcorder. Rita ist übrigens wieder hinten beim Fenster, die zeige ich euch gleich. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ihr habt uns viele tolle Vorschläge eingesendet. Bezüglich des Frachtterminals hier am Hafen und auch bezüglich diesem linken Teil hier, wo es Richtung Strand geht. Jetzt habe ich mir einfach mal von der anderen Seite, wo wir gerade nicht so viele gebraucht haben, ein paar Bodenplatten genommen und hier platziert. Das wird dann alles gefliest. Hier fehlt noch eine halbe, wie ihr seht. Und das, was jetzt speziell ist, ist, hier gibt es jetzt, wo dieser Güterzug fährt, eine Auffahrt, das heißt, hier können dann auch die Gabelstapler besser die Waggons B und entladen. Und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt mal diesen Bereich hier reserviert. Das war gar nicht so leicht, da Rita ja den Strand noch nach hinten erweitern wollte, habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Es muss hier auch noch ein kleines Frachtterminal hinkommen. Und die Überlegung ist eben jetzt, dass wir hier das so machen, dass die Lastwagen und Kräne und das Ganze hier über die Gleise fahren können, wenn natürlich kein Zug da ist, so wie jetzt. Und dass dann hier eine etwas größere Lagerhalle oder Industriehalle hinkommt. Ich habe mir da sogar schon angeschaut, welche Steine wir dazu bestellen werden. Und dann ist hier also so ein bisschen ein paar Regale und wo alles Mögliche so herumsteht, das wird hier hinkommen. Und da habe ich mir aber gedacht, das würde doch cool aussehen, wenn das ein bisschen erhöht wäre. Also ihr seht, ich bin jetzt hier schon die Bodenplatte plus zwei Plates hoch, dass wir mehr oder weniger den gesamten linken Teil so hoch haben wie hier beim Bahnübergang. Das heißt, es ist jetzt gerade relativ viel Arbeit. Ich mache es außen dunkelgrau, damit man dann von außen ja, nicht viel davon sieht oder besser gesagt nur diese Mauer hier. Und in der Mitte wird dann alles Mögliche aufgefüllt mit nicht mehr so schönen Steinen. Wir haben da sehr viele, das war eigentlich mal weiß. Wir haben sehr viele vergilbte speziell Steine oder auch teilweise abgebrochene oder welche, wo die Farben einfach sowieso nicht mehr so schön sind, die kommen hier hin und dann wird das hier, wie ihr seht, alles auf die Höhe von zwei Plates über der Bodenplatte gebracht und dann schlussendlich noch mit unseren berühmt-berüchtigten grauen Fliesen gefliest, dass das alles dann ganz schön aussieht. Hoppala! Ich falle direkt über die Kisten drüber, also ihr seht, es ist gerade relativ viel, ja, Chaos hier, aber das ist eigentlich nichts Neues, das wird sich dann wieder legen. Heute ist wieder Ritas Mutter zu Gast, die gerade einen enormen Arbeitseinsatz zeigt, und zwar hat Rita sie beauftragt mit der Verfliesung des Sees beim Hogwarts-Schloss. Da ist jetzt auch die Stütze schon ein bisschen schöner in den See eingesäumt. Und dort hinten seht ihr dann auch vielleicht schon ein Hogwarts-Castle. Ein Hogwarts-Castle seht ihr sowieso, eine Winkelgasse, die immer fertiger und fertiger wird. Und ja, Rita ist hier. Wie könnte es anders sein? Sie sitzt eigentlich immer unter dem Fenster bei ihren Figuren. Und ja, sie ist so dick eingepackt, als hätte es hier arktische Temperaturen. Aber ich sage euch, es ist mit einem Pullover eigentlich leicht auszuhalten. Aber es ist doch gemütlicher. Aber sie will es gemütlich haben. Ja. Sie sortiert ihre Figuren. Genau, denn wir haben ja schon einen von diesen, wie nennt man das, Rollbahn-Stewardessen-Kästen fertig. Das wären alles nur Figurenkästen. Ich bin gespannt, ob du dieses Jahr noch fertig wirst mit den Figuren sortieren. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht mehr daran. Naja, eher das Problem ist eher, dass wir lauter solche Dosen suchen, wo ich das am besten hineingeben kann, damit man das quasi hier nur mehr rauszieht dann und dann stöbern kann. Das sieht aber schon sich sehr die nicht schön vermischen. Aus und sehr praktisch. Also man braucht dann nur mehr reingreifen und ist sofort... In der Materie. Und es ist alles beschriftet, also man findet dann alles bestens.
Das ist recht praktisch. Genau. Ja, die und unten noch sind noch nichts. Ja. Nein. Okay, also ich würde sagen, wir lassen dich momentan noch ein bisschen in Ruhe arbeiten und du meldest dich dann, wenn du was Vorzeigbares zu präsentieren hast, dann kommen wir wieder zu dir. Ach ja, hier sehen wir noch so einen Container, der schon ziemlich eingeräumt aussieht. Genau. Da sind eben schon die Männer drinnen. Ich habe das, wie gesagt, beschriftet. Männeroberteile, eine eigene Schublade Männer oder Frauen- und Männerunterteile. Zwei Schubladen, dann eine Schublade nur mit Köpfen. Und was haben wir da unten noch? Genau, die Frisurenschublade. Da sind auch wieder Männer, Frauen getrennt. Und dann haben wir noch so Hüte. Genau. Du zeigst uns einfach, wenn du wieder was Schönes hast und ich melde mich wieder vom Hafen. Bis später. Ungefähr eine Stunde und mehrere abgebrochene Fingernägel später sieht die Hafenanlage jetzt so aus. Ich habe jetzt speziell mit den ganzen vergilbten Teilen hier und zum Teil auch ja, anderen Farben, die wir sowieso nicht so oft brauchen und die sehr zerkratzt oder nicht mehr so schön sind, hier mal den ganzen Bereich um zwei Plates aufgebockt. Ihr seht das auch schon hier, den Übergang habe ich auch schon fertig gemacht. Das heißt, wenn hier dieser blaue Maersk-Wagen dann hier rauf fährt, dann ist das alles auf einer Ebene. Und ich werde jetzt mal schauen, wo hier diese Industrieanlage hinkommt, diese Halle. Ich werde mal ungefähr einen Rahmen, eine Außen Fassade auslegen und dann schauen, wie ich das fließen werde. Vielleicht kommt hier auch noch ein Parkplatz hin. Wie gesagt, hier kommen ein paar Stellagen und so weiter hin. Und dann kommt natürlich außenrum auch noch ein Zaun, damit die Leute vom Strand nicht einfach hier in die Hafenanlage rein können. 2 hours later. Ich melde mich jetzt nochmal mit einem Update. Ich komme ja heute schon vor wie Bob Brickman. Und zwar hat sich, wie ihr seht, jetzt einiges getan. Es ist wieder viel umgebaut worden. Und ich habe Rita sogar um die Erlaubnis gefragt. Sie ist zwar jetzt gerade nicht hier und kann euch das nicht aus erster Hand bestätigen, aber ich sage euch, sie hat das genehmigt. Und zwar habe ich das ganze Areal zuerst mal fertig geplatet. Mit den ganzen alten vergilbten Platten und dann habe ich mal so angefangen in Dark Tan mal so ungefähr eine Silhouette des Gebäudes zu legen und die Platte ist vorher die erhöhte bis hier gegangen und ich habe mir gedacht, dass man hier dann mehr oder weniger so eine alte Fabrikshalle aufbauen könnte, wo irgendein Krimskrams gelagert wird. Und hier auf dieser Seite wollte ich dann, habe ich eine Idee gehabt, da wollte ich dann so eine kleine Fabrik, entweder so eine industrielle, sagen wir eine Raffinerie oder irgendeine andere Industrieanlage bauen. Und das war, dadurch, dass das nur bis hier gegangen ist, dann aber beides relativ klein. Und ich hatte dann die Angst, dass das, wenn das dann aufgebaut ist, zwar toll aussieht, aber irgendwie zu gedrängt. Vielleicht, wenn dann hier auch noch ein Zug steht, dann ist das doch sehr eng. Jetzt habe ich zuerst, ich zeige euch das nochmal, von hier, wo die Bodenplatte aus ist, hier bis zum Beginn der Haltestelle gebaut. Das waren, glaube ich, 9 Noppen. Und dann habe ich Rita nochmal ganz lieb angeschaut und habe sie gefragt, ob ich ihr von ihrem Strand, der übrigens jetzt voll von meinen Baufahrzeugen gestellt ist, ob ich da noch ein bisschen erweitern kann. Und ihr glaubt es kaum, sie hat auch hier ja gesagt. Ich bin schon gespannt, was sie dann als Revanche dafür will. Das heißt, ich habe dann auch noch im selben Atemzug mehr oder weniger noch ein Säckchen mit lauter so weißen, vergilbten Teilen gefunden. Die wollte ich zwar eigentlich mal mit Wasserstoffperoxid bleichen und euch das dann auch zeigen, wie das funktioniert, aber ich bin mir sicher, wir werden sicher sonst auch noch wo welche finden und lauter so alte Plates hier zum Beispiel mit den Löchern, ich glaube, die sind teilweise sogar aus den 1970ern, die hätten wir wahrscheinlich sowieso nie irgendwo verbaut. Das heißt, das ist jetzt erhöht um 2 Plates. Ihr seht, Rita, hier sieht es zwar ein bisschen aus, es ist auch übrigens schon Kaffeezeit, also ich genehmige mir gerade einen Kaffee. Hier hat Rita immer noch Platz hier um ihr, hier ist zwar die Hochzeit und das jetzt alles ein bisschen enger, aber ich denke mal, hier kann man immer noch diesen Burgerladen oder das Freiluftkino oder was auch immer hingeben, wenn dann alles ein bisschen zusammengeräumt ist. Außerdem ist beim Strand auch noch auf der anderen Seite ein bisschen Platz. Ich schaue mir jetzt noch an, wie ich das mit den Dimensionen mache und melde mich dann noch einmal wieder. Bis gleich.
So, mit einem letzten Update melde ich mich nochmal. Es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und zwar haben wir jetzt die komplette Fläche mal ausgelegt. Was ich jetzt seit dem letzten Mal noch gemacht habe, ist hier nochmal um 4 Noppen nach außen gegangen, dass die Platte hier wirklich mit der Tischplatte aufhört. Das habe ich jetzt alles mal ausgelegt. Das heißt, wir haben jetzt vor, hier die Fabrik oder Raffinerie oder was auch immer das wird, zu machen. Keine Sorge, das wird dann alles auch noch dementsprechend gefliest. Dann sind die bunten Farben sowieso weg. Übrigens, Rita ist hier ganz in meiner Nähe und ich glaube, sie ist gerade irgendwo auf Bricklink unterwegs. Schauen wir mal, sie trinkt Tee, also ihr kann es eigentlich nicht so schlecht gehen. Mir geht's bestens, muss ich sagen. Was schaust du denn gerade? Ja. Oh, ich sehe hier Belleville-Puppen, kaufen vielleicht wieder Belleville-Sets. Aber man kann ja mal schauen, was das so gegeben hat. Richtig. Rita schwelgt in ihrer Erinnerung. Nachdem wir ja letztens dieses Superset vorgeschlagen bekommen haben mit, was war das, Mutter mit Baby, Belleville, habe ich mir gedacht, wer weiß, was es da sonst noch gegeben hat. Ich glaube, da gibt es noch viele Geheimnisse. Also viel Spaß weiterhin. Danke. Wenn ihr mal ein Belleville-Spezialvideo wollt, dann braucht ihr, glaube ich, Rita nur Bescheid sagen. Sie macht das sehr gerne für euch. Jetzt widmen wir uns aber noch mal kurz unserem Cargo-Terminal hier. Hier für diesen hinteren Bereich habe ich also vor, eine Art Lagerhalle zu bauen. Und da habe ich jetzt mal erstens eine Reihe, weil das Gebäude wird ja auch in Dark Tan farblich gestaltet werden, diese Ziegelsteine-Teile aufgelegt, damit wir mal sehen, wie das dann ausschaut. Und ich denke, dass wir von der Höhe, vielleicht bleiben die sogar so in diesen Abständen, zwei so große Fensterrahmen nehmen. Das Einzige ist, ich habe leider drei in Schwarz einbauen müssen, weil wir nicht mehr genug in Hellgrau haben. Hier ist schon eine Tür und von der Höhe denke ich, ich habe hier mal jetzt so einen Gabelstapler positioniert, dass das ganz gut passen wird, dass wir vielleicht drei solche Container übereinander stapeln können in den Regalen, die da drin sind. Das muss ich mir aber erst anschauen, genauso wie natürlich die gesamte Inneneinrichtung. Ich möchte ja eigentlich, dass man dann auch beispielsweise mit so einem Lastwagen hier vielleicht Verkehr drum reinfahren kann. Das geht sich nämlich jetzt genau aus, dass hier der Anhänger dann drin geparkt werden kann und dann könnte ja der Gabelstapler kommen und diese Container abladen. Aber wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen schauen. Deswegen warte ich jetzt auch noch ein bisschen mit dem Fliesen, weil ich mir zuerst noch Gedanken machen muss, wie wir die Bahnen und die Einteilung im Innenleben des Terminals hier machen. Und ja, wie gesagt, zur Fabrik, Raffinerie, was auch immer es wird, gibt es noch keine genauen Pläne. Eigentlich ist die Idee erst heute entstanden. Ich habe, wie ich in der Früh aufgestanden bin, noch gar nicht gewusst, dass das heute... Oh, jetzt hat sie wieder was anderes offen, dass das heute gemacht wird, aber was ist denn das? Das ist doch cool, oder? Das ist der Royal Crystal Palace, das Frozen von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Aus ich glaub, dem Jahr 2002, was sind denn das für, okay. Sind das schon Belleville-Figuren? Ja, und sogar, da fahren sie Ski und was ist das hier? Ein Bär, ein Eisbär? Sehr cool. Ihr seht, Rita ist im siebten Himmel. Ich bin es genauso mit meinem Cargo-Bahnhof hier hinten. Oder Bahnhof ist eigentlich übertrieben. Es gibt ja nur ein Gleis. Der echte Cargo-Bahnhof ist ja auf der anderen Seite. Naja, aber trotzdem. Es gibt ja auch kleine Orte mit nur einem Gleis und die wollen vielleicht auch Bahnhof dazu sein. Warum auch nicht? Lego sagt ja auch zu solchen Dingen Bahnhof. Ja? Übrigens haben wir auch hier, das habt ihr auch noch nicht gesehen, mal jetzt, da kommt vielleicht noch ein separates Video dazu, das sieht man natürlich jetzt nicht, weil Rita so viel Zeug hier rumstehen hat. Wir haben jetzt pro forma mal hier eine Straße aufgebaut. Wir wissen noch immer nicht, was wir hier mit dieser Platte machen. Aber in nächster Zeit, einige von euch wollen einen Flughafen. Nein, so ein Schloss kommt sicher nicht hin. Mal sehen, wir haben jetzt, damit er nicht ganz so leer ist, hier mal eine Straße aufgestellt. Und ja, wir melden uns dann wieder. Es passiert einiges. Auch Rita hat heute schon gebaut. Ja. Sieht zwar nicht danach aus, aber es sind wieder einige Neuigkeiten, die wir euch dann mal zeigen können in nächster Zeit. Und dann
ja, wenn es was gibt, was Interessantes, dann melden wir uns. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.